Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Story Quest Hauptstory, also die aktuelle Hauptstory. Und ja, der Ruf ist fertig und es geht weiter. Seit unserer letzten Unternehmung ist etwas Zeit vergangen. Ihr habt tapfer daran gearbeitet, mehr über den Chaos-Vortex, der uns bedroht, zu erfahren. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Teufelsschlucht betreten und uns mit Saif verbünden. Wir treffen uns im Portalraum. Let's go. Das ist nicht der Portalraum. Egal, ich renne jetzt erstmal zur Teufelsschlucht. Okay, Frippe schon hier. Irgendwas stimmt nicht. Wir sollten uns in die Tiefen des Abgrunds begeben und uns umsehen. Schnell! Wir müssen ihr helfen! Nutze die Feuer, um die Macht in die Maske zu ziehen. Welche Feuer? Ach, die Feuer. Okay, ja. Doch, jetzt habe ich es gecheckt, glaube ich. Ich danke dir, Mia. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Und ich danke dir, seltsames Wesen. Ich bin Saif. Grüß Saif. Mein Name ist Fripp. Wir sind uns schon einmal begegnet, nicht wahr? Vor langer, langer Zeit. Die Menschen waren damals ganz anders. Aber Jorvik hat sich nicht verändert. Ja, Jorvik besteht unaufhörlich weiter, während sich die Magie
um es verändert wie die Facetten eines Edelsteins. Die Bewahrer Aedins kämpfen unablässig, um Jorvik vor Garnoks Klauen zu schützen. Aber das ist für dich noch nicht von Belang. Mein einziges Interesse liegt darin, das Gleichgewicht unserer fragilen Welt zu bewahren. Nur dein Interesse? Wo sind die anderen Valar? Du bist sicher nicht allein, wenn ich von den Wandgemälden ausgehe. Unter uns Valar gibt es kein Schwarmdenken. Meine Schwestern können gehen, wohin sie wollen und tun, was sie möchten. Nun gut, kommen wir zu dem Thema, das mich hergebracht hat. Ich möchte mit dir über den Chaos-Vortex sprechen. Die genaue Analyse der Druiden zeigt, dass er immer gefährlicher wird und seine Umgebung in unvorstellbare Weise beeinflusst. Der Chaos-Vortex ist eine mächtige Erscheinung, aber es ist mir gelungen, ihn zu kontrollieren. Irgendetwas Seltsames geht vor sich, irgendetwas stört das fragile Gleichgewicht zwischen den Welten. Ich kann ihn allein nicht länger zurückhalten. Mia, ich wäre sehr dankbar, wenn du mir helfen könntest, den Vortex zu kontrollieren. Ich bin mir sicher, dass Mia und die Soul Rider als Beschützer Jorviks sich geehrt fühlen würden, dir zu helfen zu können, wo sie können. Oh Gott. Ich habe erfahren, was ich wissen musste. Wir können aufbrechen. Eine Sache noch. Sag mir, Saif, was erwünschst du dir von all dem? Ah. Ein uraltes, weises Wesen wie du weiß sicher, dass es zu nichts führt, eine Hexe direkt nach ihren Absichten zu fragen. Sage dir Bescheid, wenn ich noch eine gemeinsame Mission habe. Bis dahin unterstütze doch weiter Evergrey und Avalon bei ihren Nachforschungen. Oh, und Saif solltest du auch helfen. Cool, wieder Dailies. Dann flitze ich da jetzt nochmal hin. Immer noch nicht herausfinden, warum und wie diese abnorme Seuche aufgetreten ist. Aber zum Glück kannst du sie heilen. Ich glaube, ich habe die Stimme vorher anders gesprochen. Ich weiß aber nicht mehr wie.
Ausgezeichnete Arbeit. Wir dürfen dieser Säufe nicht freie Bahn lassen, sonst wird sie unkontrollierbar. Vortex einige Flammen erlöschen lassen. Bitte zünde sie erneut an, um die Vala Magie in der Teufelsschlucht zu halten. Du warst erfolgreich, ich danke dir. Bitte komm bald wieder, um mir mit den Feuerschalen zu helfen. Das war's dann mit der Aufnahme. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.